Ja, hallo zusammen. Ich wollte euch einfach meine Urlaubsbilder aus diesem September in Ostfriesland zeigen und euch viel Spaß beim Zuschauen. Ja, das war einer von 2 Tagen mit Wetter für Außenaufnahmen. In dem Falle sind wir mal ein bisschen im Hafen von Bensersiel. Wir haben wir gerade, glaube ich, auflaufendes Wasser, sprich Flut. So, da hinten in der Ferne schon ganz leicht zu erkennen, die Fähre von Langeoog, die gerade rüberkommt und hier am Hafen von Bensersiel anlegen möchte. Die Insel ist eine autofreie Insel soweit, das heißt, du kommst nur mit Personenschifffahrt darüber. Es werden wohl auch Autos rübergefahren, aber das ist dann eben eine reiner Gütertransport. Also der Grund, warum ich die Aufnahmen nicht draußen gemacht habe, die Audioaufnahmen und die Kommentare, ist, wie ihr seht, wir hatten ziemlich Wind und es war fast unmöglich, dass man mich versteht. Stehen konnte, ja, und ich hier draußen stand. Deswegen leider nachvertont. Ja, und da fällt es auch wieder ab, die Fähre nach Langeoog. Und ihr seht, ganz vorne ist tatsächlich ein bisschen Platz für ein paar kleine Anhängerchen. Und der Rest ist tatsächlich reine Personenschifffahrt. So, hier sind wir jetzt auf freier Strecke zwischen Bensersiel und Harlingersiel. Um genau zu sein, Ostbense, auf dem Damm. Wir sehen, die Vögel sind schon am Reinkommen. Also es war wirklich schönes Wetter. Als ich die Aufnahmen beendet habe an dem Tag, kam tatsächlich auch Regen. Da hinten müsstet ihr die Wolken schon erkennen. Ja, nächster Stopp war dann Neu-Harlingersiel. Wir befinden uns jetzt zunächst auf einem Schwenk über die Küste und durch den Außenhafen. In der Ferne kann man dann auch die Insel Spiekeroog und später auch müsste ganz hinten Wangeoog zu sehen sein. Da habe ich dann auch versucht, so ein bisschen die Leuchttürme, genau da hinten, ins Bild zu bekommen. Ja, als nächstes ein paar Bilder aus dem alten Fischerhafen Neu-Harlingersiel. Es ist also nicht nur, genauso wie Bensersiel, ein Sielausfluss, sondern auch ein Fischerhafen, der auch bis heute noch von der Fischerei genutzt wird. Was wohl zu bemerken ist, Neu-Harlingersiel ist im Gegensatz zu Bensersiel kein klassisches Siel mehr, sprich mit Tore öffnen, das Wasser läuft einfach so mal raus, sondern hier haben wir tatsächlich ein Hebewerk, sprich das Wasser wird durch große Pumpen aus dem Binnenland hinaus ins Meer gepumpt.
und läuft nicht mehr von alleine nach draußen bei Ebbe. Nächster Stopp war dann Halesiel. Das ist ein vorgelagertes Siel zu Carolinensiel. Und dort vorne sieht er auch schon einen Zweck dieses kleinen Hafens, und zwar die Fährverbindung auf die Insel Wangerooge, die von hier aus rüber geht. Halesiel ist Carolinensiel vorgelagert. Das heißt, wir haben im Hintergrund mehr oder weniger einen Binnenhafen, der über ein Schiffshebewerk zu erreichen ist. Halesiel ist ebenfalls wie Neuharlingersiel heutzutage eine Pumpstation. Ist also nicht mehr Tür auf, wie schon erklärt, und das Wasser kann dann eben rauslaufen. Ebenfalls haben wir hier dann im Binnenhafen noch ein kleines Schiff, so eine Art Raddampfer, der dann hier rund fährt. Wir haben auf Wangerooge noch eine kleine Besonderheit, wovon man auch ein paar Relikte in Halesiel begutachten kann. Hier ist nämlich eine Lok aufgestellt, sowie ein paar Anhänger der Inselbahn. Und die Insel ist ja autofrei, abgesehen von ein paar Dienstfahrzeugen. Ja, und da sind wir am letzten Tag. Hier nochmal in Bensersiel, diesmal die Rückseite der Sielanlage. Und mit diesem abschließenden Schwenk durch den Hafen Bensersiel, diesmal bei, ich glaube, fast Höchststand, wenn nicht knapp dahinter, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, möchte ich mich von euch verabschieden, mich bedanken fürs Anschauen des Videos. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da und sehr gerne auch einen Kommentar. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.